Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Mabel, ein Schweizer Taschenmesser für Karten. Ich freue mich, dass ich hier auf der Foskis die Gelegenheit habe, Mabel vorzustellen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thorsten Rahn. Ich arbeite für Basiscom. Bei Basiscom beschäftigen wir uns damit, benutzerfreundliche UIs herzustellen, hauptsächlich mit dem Fokus auf Handsets und mobilen Geräten. Mabel, das Schweizer Taschenmesser für Karten. Schweizer Taschenmesser ist ja oft recht vielseitig in seiner Verwendungsart und das trifft auch für Mabel zu. Mabel hat ganz unterschiedliche Facetten. Es ist zum einen ein Programm, das vielleicht einige von Ihnen kennen. Wie viele Leute hier kennen Mabel? Ah, okay, ja, das sind ja schon eine ganze Menge. Und meistens kennen Sie das sicherlich einfach nur als Programm, mit dem man zum Beispiel, das man als Lernprogramm verwenden kann oder das man zur Navigation oder zum Routing verwenden kann oder aber vielleicht auch als einfaches GIS-System. Auf der anderen Seite ist Mabel aber auch eine Softwarebibliothek, die man verwenden kann, wenn man in seinem Qt-basierten Programm, das auf der Programmiersprache C++ oder Java oder Python basieren darf, wenn man dort eine Karte einbinden möchte oder gar einen ganzen Globus und dort seine Daten visualisieren möchte. Mabel an sich ist vom Lizenzmodell her freie Software, steht unter der LGPL 2+. Das bedeutet, wenn Sie es in freien Programmen verwenden wollen, ist das natürlich kein Problem. Aber bei kommerziellen Programmen ist es auch gar kein Problem, solange Sie alle Modifikationen, die Sie an Mabel selber vornehmen, sofern Sie irgendwelche Änderungen dort machen, frei zur Verfügung stellen. An Ihrem eigenen Programm brauchen Sie dann nichts zu open sourcen. Wir als Mabel-Projekt, da steckt eine ganze Community inzwischen dahinter, wollen die Verbreitung von freiem Kartenmaterial fördern und deshalb liefern wir standardmäßig Mabel mit Kartenmaterial aus, was im Sinne der LGPL 2+ verbreitet wird. Ich habe bereits gesagt, Mabel basiert auf Qt, ist im Prinzip eine Qt-basierte Bibliothek. Aktuell ist die Versionsnummer 1.3 und viele von Ihnen werden es sicherlich kennen, weil Mabel in der Regel ein fester Bestandteil von den größeren Linux-Distributionen ist. Dort ist es nämlich auf dem KDE-Desktop in der Regel schon vorinstalliert in dem KDE-Du-Bereich. Neben Linux haben wir aber auch Installationsprogramme für Windows, Mac OS X und inzwischen gibt es auch Versionen von Mabel für Handys, aktuell noch beschränkt auf Nokia-Handys. Das heißt, zum Beispiel gibt es das Mabel einmal fürs N900 und dann haben wir es hier noch, na, jetzt hat er hier den WLAN geschluckt. Und dann haben wir es noch fürs N9. Und Mabel an sich wird hauptsächlich von einer Community getragen. Die meiste Entwicklung findet fast ausschließlich im Rahmen der Community statt. Darüber hinaus gibt es aber auch Firmen, die für Mabel Support bieten. Basiscom gehört mit dazu. Also wenn Sie irgendwelche Änderungen brauchen, ganz rasch und verbindlich, dann gibt es dort auch kommerziellen Support. Mabel als solches bietet die Möglichkeit, ganz verschiedene Karteninhalte anzuzeigen. Und wir wollen das möglichst sehr benutzerfreundlich machen. Und das bedeutet, dass die Karteninhalte schon vordefiniert sind, dass sie schon fertig sind zum Anschauen und dass man die sich dann nicht unbedingt zusammenklicken muss. Das heißt, wenn man Mabel startet und dort in die Kartenauswahl gibt, findet man dort eine Atlaskarte, eine Satellitenkarte, eine einfache Karte, OpenStreetMap natürlich, die Erde bei Nacht und historische Karten. Und darüber hinaus gibt es inzwischen mehr als 40 vorkonfigurierte Kartenthemen, die man sich für Mabel herunterladen kann. Darunter natürlich auch zum Beispiel die freie Seekarte OpenSeaMap, die dann die Bojen, Leuchtfeuer und das Seemannsgarn dann anzeigt.
Darüber hinaus, also es ist nicht an die Erde gebunden, sondern man kann auch in die himmlischen Sphären entdriften und dort Karten vom Mond zum Beispiel sich anschauen. Da sieht man hier auf der rechten Seite oben, sieht man den Krater Tycho auf dem Mond dargestellt und auf der linken Seite sieht man die bereits erwähnte Kartenauswahl. Dann haben wir unten historische Karten, die sind neu hinzugekommen, die bieten wir auch gleich vorkonfiguriert an. Auf der rechten Seite sieht man zum Beispiel eine historische Darstellung inzwischen. Das ist basiert auf einer Zeichnung, die der Thomas Harriot gemacht hat, noch vor Galileo Galilei. Das ist die erste Zeichnung, die ein Mensch mit einem Teleskop gemacht hat vom Mond. Und die haben wir einfach in Marble als fertiges Kartenthema angeboten. Und das ist ganz erstaunlich, wie genau der das damals schon gemacht hat, ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel, abgesehen vom Fernrohr selbst. Dann haben wir links, ganz interessant, die Marskanäle zum Beispiel als Darstellung, wie man sich das damals vorgestellt hat zu Percival Lowells und Schiaparellis Zeiten. Dann hatten wir, wo wir schon gerade beim Weltraum sind, im letzten Jahr was ganz Besonderes, die ESA, die European Space Agency, hat ein Programm ausgelobt, wo Studenten sich mit Open-Source-Projekten befassen konnten und dafür dann in den Semesterferien bezahlt wurden. Als Marble-Projekt haben wir netterweise dort als Mentor auftreten können für eines dieser Projekte und haben in dem Rahmen dann zusammen mit dem GeoMatris ein Satelliten-Plugin entwickelt. Man sieht das dort oben auf der rechten Seite. Da sind die Satelliten dargestellt, die man mit Marble anzeigen kann. Im Prinzip hat man da ganz reiche Auswahl. Da sind Wettersatelliten. Also hier in dem Beispiel ist es zum Beispiel der NOAA-Satellit, der dort unten dann kreist und den man dann entsprechend tracken kann mit Marble. Darüber hinaus kann man sich natürlich auch die GPS-Satelliten anschauen. Die sind allerdings ein bisschen weiter draußen und dort nicht drauf, weil die auf der geostationären Bahn sind. Und ja, aktuell arbeiten wir tatsächlich noch an einem Plugin für Mars-Satelliten und Venus-Satelliten und sogar an einem Plugin für die Darstellung von Sonnenfinsternissen in Marble. Was kann man für ein Kartenmaterial in Marble darstellen? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen rein texturbasierte Karten in den standardmäßigen Formaten, das was halt OpenStreetMap so als Slippy Map bietet, die verschiedenen Kacheln, die kann man mit Marble darstellen. Die Karten von Google Maps oder Ovi Maps gehen technisch auch, dürfen wir aber lizenzmäßig nicht anbieten. Wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man es einbinden, solange man sich an die Lizenz hält. Darüber hinaus haben wir jetzt ganz frisch in die aktuelle, Entwicklungsversion haben wir TMS-Support eingebunden. Darüber hinaus liefern wir auch es ist WMS-Support, der sich hauptsächlich auf die Bitmap-Daten bezieht. Und darüber hinaus kann man dann noch selbst benutzerdefinierte Layouts definieren. Und das Ganze geht inzwischen recht leicht, weil es nämlich einen Wizard gibt, mit dem man sich selbst solche Kartenthemen zusammenklicken kann, entweder auf der Basis von irgendwelchen Weltkarten oder aber solchen Kachelservern. Diese Kacheldaten, die kann man dann noch kombinieren, da kann man mehrere Schichten aufeinander setzen. Das sieht man hier unten ganz schön bei der Hike- und Bike-Map, wo dann mehrere Schichten, die Nachtschicht und das Hill-Shading noch oben drüber gelegt wird und da kann man dann bestimmte Filter dann sich definieren, die dann darauf angewendet werden. Das oben ist übrigens tatsächlich Google Maps in Marble dargestellt. Eine andere wichtige Neuerung, die es mit der Version 1.3 gibt, ist, dass die Unterstützung fürs N9 bzw. die Version Marble Touch, die sich hauptsächlich an touchbasierte Geräte wendet. Die wurde im Rahmen vom Google Summer of Code 2011 begonnen. Da hat da Daniel Maat mit angefangen.
Und dort haben wir zusätzlich zu der Desktop-Version nun eine speziell für mobile Geräte optimierte Variante von Marble geschaffen. Die basiert auf der gleichen Bibliothek. In Marble ist die gesamte Bibliothek, die ganze Funktionalität ja in einer Bibliothek enthalten. Und die kann man dann über die APIs für seine eigenen Programme ansprechen. Und bisher haben wir für alle Plattformen ein und dieselbe Applikation im Prinzip verwendet, für alle Desktop-Plattformen. Und ursprünglich auch für die Handy-Variante, haben dann aber festgestellt, dass dort dann Grenzen auftreten und haben dann uns dazu entschlossen, im Prinzip so einen kleinen Fork für Mobile zu erstellen, der dann auch auf dem Qt Quick, das ist die neue Qt-Technologie, basiert. Und das ist jetzt gerade diese Marble Touch-Version, die erste experimentelle, ist auf dem Nokia Store gerade vor einem Monat erschienen. Hier sieht man noch ein paar weitere Screenshots von Marble Touch. Man sieht, dass das Ganze etwas einfacher gehalten ist und dass es wirklich auf diesen Use Case zugeschnitten ist. Man sieht hier zum Beispiel diese Weltraumaktivität dort oben, wo ich dann einfach zwischen Erde, Mond und anderen Planeten wählen kann. Hier sieht man sehr schön den Einstellungsdialog. Dort auf der rechten Seite ist die Auswahl von Offline-Karten. Ich kann mir nämlich die Karten für verschiedene Länder einfach im Voraus herunterladen, sodass ich dann nachher keinen Internetanschluss brauche. Und dort auf der rechten Seite ist der Dialog zu sehen, mit dem man weiteres Kartenmaterial oder weitere Kartenthemen herunterladen kann. Über die reinen Bitmap-Daten hinaus unterstützt Marble diverse Formate, um Geometrien reinzuladen. Dazu gehört zum Beispiel KML, ist für Marble ein ganz wichtiges Format, weil die interne Datenstruktur von Marble an KML angelehnt ist und alle anderen Formate dann auf dieses Datenmodell abgebildet werden. Dazu gehört jetzt zum Beispiel auch der neue OSM, die neue OSM-Unterstützung. Wir haben jetzt inzwischen die Möglichkeit, OSM-Dateien in Marble einzulesen. Ganz neu ist und noch nicht in der offiziellen Version erschienen, sondern lediglich in der Entwicklerversion verfügbar, ist der Shapefile-Support, der auf der Bibliothek Shapelib basiert. Und dann haben wir natürlich noch Unterstützung für das Format GPX, was Sinn macht, weil Marble auch gleichzeitig über GPS, Plugin-basierte GPS-Unterstützung verfügt. Auf der rechten Seite sieht man dort einige Beispiel-KML-Dateien. Das obere ist im Prinzip eine Datei, die haben wir mit Google Earth zuerst gemalt und dann anschließend in Marble eingelesen und da zeigt Marble sie dann genauso an wie unter Google Earth. Auf der unten ist das ist eins von den Standard-KML-Beispielen, die Google bereitstellt. Über die reine Darstellung hinaus kann man mit Marble auch Routing machen. Das ist inzwischen sehr, sehr ausgereift. Das ganze Routing ist ebenfalls Plugin-basiert. Das heißt, es gibt verschiedene Services, die man routingmäßig ansprechen kann. Ich kann auf der einen Seite ist Marble online Routing unterstützt, das heißt, wir haben Plugins für URS, Open Route Service, neu hinzugekommen für MapQuest und dann auch noch Offline Routing mit Unterstützung für Monav, Routino und Gosmo. Das Ganze funktioniert so, dass der Anwender von dieser ganzen Vielzahl und Vielschichtigkeit gar nichts mitbekommt. Der macht einfach nur, tippt seine Routing-Anfrage ein und Marble gibt dann diese Anfrage an die unterschiedlichen Plugins und horcht dann drauf, was kommt und gibt dann die beste Antwort gibt Marble an den Anwender zurück nach bestimmten Kriterien. Und der Anwender kann, wenn er halt wirklich fortgeschrittener Anwender ist und das unbedingt möchte, kann er natürlich andere alternative Routen auswählen. Vom Benutzerinterface ist das auch ganz einfach, Routen zu bestimmen. Entweder ich kann es halt direkt eingeben über die Tastatur oder ich mache das mit der Maus.
via Drag and Drop. Ich kann da auch Wire Points in meiner bestehenden Route noch hinzufügen. Und ich bekomme von Marble auch alternative Routen angezeigt. Hier auf der rechten Seite sieht man unten eine schöne Fotografie, wo so dieses N900, was ich gerade gezeigt habe, dort als Navi im Auto fungiert. Ebenfalls neu im letzten Jahr, seit der letzten Foskis, wo ich ja auch schon einen Vortrag gehalten habe, hinzugekommen ist die Sprachnavigation. Wir haben eine einfache Sprachnavigation eingebaut, wo ähnlich wie bei den TomTom-Files und tatsächlich im gleichen Format ungefähr, die Navigation, das Routing über Sprachausgabe erfolgen kann. Das beschränkt sich aktuell noch auf feste Redewendungen, die dann irgendwie kombiniert werden. Das Schöne, was bei uns in Marble ist, ist, dass wir diese Navigation inzwischen in, ich glaube, mehr als 2 Dutzend Sprachen anbieten. Das heißt, wir haben Leute gefunden, die dort sich zur Verfügung gestellt haben, darunter tatsächlich sogar professionelle Radiosprecher, die dort dann die Anweisungen aufgenommen haben für unser schönes Marble-Projekt. Ja, dann darüber hinaus fürs Routing gibt es dann noch diverse Möglichkeiten, das Ganze so, wie man das haben möchte, zu konfigurieren, mit unterschiedlichen Profilen für Auto, Fahrrad oder reinen Fußgänger und solche Sachen. Also da ist inzwischen sehr gut ausgereift. In der letzten Version neu hinzugekommen ist dieses Elevation Profile Plugin. Das ist eine Ansicht, die sieht man ganz oben im Bildschirm, wo man die Höhendarstellung zur jeweiligen Route dann visualisiert bekommt. Also wenn ich jetzt Fahrradfahrer bin und da quer durchs Gebirge, durch die Alpen fahren möchte, dann möchte ich ja wissen, wie verhält sich mein Weg, wie ist die Route so vom Höhenprofil aufgebaut. Und das kann man auch sich schön mit Marble visualisieren lassen. Dieser ausgegraute Bereich, den man dort sieht, ist im Prinzip der Teil, der gerade nicht sichtbar ist von der Route, und der Rest ist dann der sichtbare Teil, und ich kann dann interaktiv dort oben, indem ich in diesem Diagramm herum dragge, kann ich dann unten auch die Karte, diesen Punkt dann auf der Karte mitverfolgen. Eine andere schöne Geschichte, die im letzten Jahr entstanden ist, ist der Beginn für OpenStreetMap Vector Rendering. Normalerweise ist es so, dass bei Marble bestehende Texturkarten dynamisch vergrößert werden, damit man schönes freies Zoomen dem Anwender bieten kann. Das macht so bei Satellitenkarten und anderen Karten, wo keine Textlabels bei sind, macht das kein Problem. Bei OpenStreetMap, wo der Font relativ klein gehalten ist und wo halt wirklich ganz viel Labels enthalten sind, dort führt das dazu, dass die Darstellung der Texte manchmal etwas unscharf ist, je nachdem, wie stark man reinzoomt. Oder wenn man auf eine Kugel das Ganze projiziert, dann ist das natürlich naturgemäß so, dass das zu irgendwelchen Verzerrungen führt, die das Ganze dann unscharf werden lassen. Deshalb haben wir jetzt daran gearbeitet, die Darstellung als Vektordarstellung zu liefern. Und da sieht man hier unten das erste Ergebnis. Das ist inzwischen schon ganz weit fortgeschritten. Die Straßennamen fehlen und es ist momentan noch darauf beschränkt, dass man nur einzelne Dateien einlesen kann. Hier ist das am Beispiel von Nürnberg. Hier haben wir das Ganze nochmal in der normalen OpenStreetMap-Variante. Hier sieht man die leicht unscharfe Darstellung der normalen OpenStreetMap-Daten von Dessau, also genau da, wo wir jetzt gerade sind, im Hörsaal. Und auf dieser Darstellung ist es dann wirklich als Vektordarstellung dargestellt und wird auch dann die ganze Zeit on the fly für jeden Frame als Vektordarstellung gerechnet, sodass es immer scharf ist. Die einzelnen Placemarks darauf kann man dann auch sogar anklicken und Informationen dazu finden. Auf der linken Seite sieht man oben in dieser
kleinen Datenbank, die wir immer mit drin haben, auch die Objekte, die dort auf der Karte auftauchen. Ja, wenn Sie Student sind, dann gibt es dieses Jahr wieder die Möglichkeit, im Rahmen vom Google Summer of Code an der Marble-Entwicklung teilzunehmen und sich darüber auch so ein kleines bisschen das Studium zu finanzieren. Wir haben diesmal drei Themen, für die wir uns als Mentoren zur Verfügung gestellt haben und die für uns natürlich wichtig sind. Dazu gehört zum einen der weitere Ausbau von dem OpenStreetMap Vector Rendering. Wir wollen, dass die Kartendaten dynamisch von einem Server dann geladen werden und dass man so im Prinzip die ganze Welt browsen kann, vektormäßig. Dann haben wir, sieht man dort oben, bereits eine OpenGL-Version von Marble angefangen, begonnen. Das aktuelle Marble basiert nicht auf OpenGL, sondern ist reines Software-Rendering. Und im Zuge dieser ganzen Vektorisierung oder des Vektorthemenbereichs haben wir auch das Thema Natural Earth Vector Map, was sich dann damit beschäftigt, unsere aktuelle Atlaskarte durch eine vektorbasierte Darstellung zu ersetzen. Wer dazu mehr wissen möchte, geht einfach auf den Link, also entweder Google Summer of Code und Marble eintippen unter Google und da steht dann mehr dazu. Deadline für die Bewerbung dazu ist am 6. April. Ja, wie gesagt, es steht eine riesen Community inzwischen dahinter. Lauter Leute, die ganz begeistert an ihren Dingen arbeiten, was sie halt persönlich in Marble verbessern wollen. Wer da mitmachen möchte oder wer weitere Fragen stellen möchte, kann entweder auf unsere Webseite gehen, www.marble-globe.org oder auf der Mailingliste schreiben oder Sie suchen uns einfach auf dem IRC. Normalerweise sind Leute da, die dann gerne helfen. Oder wenn Sie begeisterter Fan von sozialen Netzwerken sind, dann schauen Sie einfach mal auf unsere Facebook- oder Google-Plus-Seite. Da gibt es die allerneuesten News zu Marble, zur Marble-Entwicklung. Damit möchte ich mich bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Besuch auf der FOSGIS.